Lufthansa hatte doch mal mehr Boeing 747-8er bestellt. Irgendwie 20 sollten es sein, sind aber dann nur 19 geworden. Die Geschichte dahinter. Pratt & Whitney, der Triebwerkshersteller, macht den Fluggesellschaften einen Strich durch die Rechnung, wenn es um die Auslieferungszahlen geht. Dann gibt es einen, naja, Skandal ist es nicht, aber doch sehr unüblich und unwahrscheinlich, dass man erst die Fluggesellschaft, mit der man eine Partnerschaft eingeht, durchbeleidigt. United und Emirates als Stichwort. Und wir haben einen Miles & More Deal, ist es nicht, aber eine Aktion, bei der wir eine Promotion euch vorstellen. Und ITA, warum hat ITA eigentlich Alitalia als Marke gekauft? Weil ich sage ja immer wieder, ITA ist für mich Alitalia. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. An dieser Stelle empfehle ich die Kanalmitgliedschaft, weil dann hättet ihr das Video, sofern ihr es nicht schon vorher auf dem Kanal gesehen habt, ja, zuvor auf der Kanalmitgliedschaftsseite gesehen. Dann hättet ihr quasi heute schon ab 3 Uhr nachmittags das Video in der Tüte gehabt oder sogar früher, ja. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, ganz, ganz wichtig. So verpasst ihr auch nie eine Live-Sendung, die wir machen. Ich werde es regelmäßig machen und dann exklusiv nur hier für euch auf YouTube. Erstes Thema. Wir gehen auf die 747-8 der Lufthansa. Die Lufthansa hatte ja mal mit der Boeing einen Deal über 20 Flugzeuge gemacht und diese 20 Flugzeuge sollten dann kommen. Und ein Testflugzeug, was ja auch sehr, sehr hart von Boeing rangenommen worden ist, hat ja auch die Lufthansa-Grundfarben. Und der letzte wurde dann mit der Seriennummer 37826 ausgeliefert. Aber hey, im November 2021, aber der ist nicht zur Lufthansa gegangen. Der stand in der Wüste, der stand überall rum auf verschiedensten Plätzen und trug die Kennung, oder sollte die Kennung tragen, Delta Alpha Bravo Yankee Echo. Ja, diese 747-8 ist jetzt letztendlich an die ägyptische Regierung gegangen. Man hat das Flugzeug dann bei der Lufthansa nicht mehr nehmen wollen. Warum, ist mir nicht ganz bekannt, aber wenn ihr es wisst, könnt ihr es in die Kommentarspalte schreiben. Denn das Flugzeug hatte ja ausgiebig am Testprogramm teilgenommen und blieb dann halt bei Boeing stecken. 6 Monate später flog man das Flugzeug, nachdem es halt im Februar 2021 an einen Geheimkunden verkauft worden ist, weiter nach Victorville, von Victorville nach Everett. Und dort hat es dann das Kennzeichen, was Spotter erkannt haben, SU. Und jeder, der weiß, was SU ist, ist nicht Sowjetunion, sondern Ägypten. Und dann geht es weiter mit Echo Golf Yankee. Daran seht ihr ja auch irgendwie so dieses Egypt in der Kennung. Und damit ist es dann auch raus. Das Flugzeug ist aktuell in Shannon, soll dort die Lufthansa-typische Lackierung verlieren und soll dort auf ägyptische VIP-Maschine umlackiert werden. Innen drin hat man angeblich keine so wippige Bestuhlung, keine so wippige Einrichtung genommen, weil man ja gesagt hat, man hat in Ägypten, man hat kein Geld. Und man kann halt auch gucken, inwieweit das Flugzeug dann noch weiter umgebaut wird. Das passiert ja dann in Hamburg. Die Maschine soll eine 340er ablösen und die 340-200 ist eine 28 Jahre alte Maschine mit der Kennung SU Golf Golf Golf, also GGG. Und die Middle East Eye, das ist ein ägyptisches Magazin, sagte, dass das Flugzeug den Staat 500 Millionen Euro, 5 Millionen Dollar ist ja 1:1 mittlerweile, kostet. Und Talat Khalil, das ist einer der Vorsitzenden der konservativen Partei, sagte, dass so ein VIP-Flieger gar nicht bei dem Preis, das geht nicht, die Leute müssen sparen. Und dann kommt das, weil das Parlament ja auch zum Beispiel kein Licht, keine Sonne anmacht, wenn sie Sitzungen haben, um Strom zu sparen, um auch da zu signalisieren, hey, wir sparen. Ägypten hat auch 24 Flugzeuge, die der Präsident nutzen kann. Jetzt ist aber alles nicht so ganz so klar. Warum? Ganz einfach, weil Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi gesagt hat, nö, 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 die 500 Dollar sind es nicht, sondern wir haben keine umfangreiche Ausstattung genommen. Wir haben uns da auf eine
kleinere Ausstattung zurückgezogen und daher kostet das Ganze nur 240 Millionen. Und die Anschaffung sei in 2020 gefallen, also die Entscheidung dazu. Und ich gehe auch ganz fest davon aus, dass wohl relativ froh war, diese Bude vom Hof zu bekommen. Was haltet ihr davon? Ich persönlich halte es ja für sehr gut, dass wenn man eine 747 als Flugzeug hat, weil es doch schon ein repräsentatives Flugzeug ist, überlegt mal, unser Olaf fliegt mit einem 350er irgendwo vor, ist schon okay. Aber wäre man mit einem 380er gekommen, wo dann richtig fett so Bundesrepublik Deutschland draufsteht, sieht schon geil aus. Natürlich kann man schwer vermitteln mit dem 380er, aber ihr wisst, worauf es mir da ankommt. Kommentiert unten. Fluggesellschaften wollen Flugzeuge, Airbus will Flugzeuge verkaufen und Airbus hat das Ziel von 720 Flugzeugen ausgerufen, was man dann reduzieren musste. Und das liegt daran, weil es fehlende Teile und Personalengpässe bei Pratt & Whitney zum Beispiel gibt. Das ist der die Triebwerke für die A220er-Serie, aber auch für die 320er-Neos herstellt. Und die Flugzeuge, die Triebwerke brauchen, da stehen ja einige ohne Triebwerke rum, warten auf diese Triebwerke, die eigentlich versprochen waren, und die kommen leider erst Anfang 2023. Der Getriebe-Fan-Hersteller Pratt & Whitney macht inzwischen zwar jetzt etwas mehr Druck und versucht, das aufzuholen, aber es ist unvermeidlich, dass Lieferungen in 2023 reinschwappen. Und der Guillaume Faury, das ist übrigens der Airbus-Konzernchef, der CEO der Veranstaltung, sagte, dass die Schwierigkeiten in der Lieferkette da zwingen, dass man den Hochlauf etwas abflachen muss. Wir bauen derzeit Gleiter, ja, keine Triebwerke, hast du also. Und die Nachfrage nach den Flugzeugen ist halt riesig. Ich will jetzt nicht wieder auf Qatar eingehen, aber deshalb kann Airbus sich das ja auch erlauben, einfach 50 Flugzeuge von Qatar Airways. Machen wir nicht, danke, tschüss. Ne? Also daher kommt es, daher wisst ihr das. Und man hat jetzt auch eine Taktung auf 50 A320neo pro Monat. 2025 will man schon auf eine 75er-Rate kommen. Und das ist schon krass. Also insofern hat man bei Qatar Airways einfach eine Monatsproduktion weg. Aber interessiert nicht, weil man so lange da ja, schon ausgebucht ist. Dann habe ich auch noch eine Sache, die ich ganz vergessen habe zu erzählen. Man hat ein weißes Flugzeug in Wien landen sehen. Das ist auch von Austrian Airlines bestätigt, dass das die neue Maschine ist. Es war nicht ganz klar, mit welcher Lackierung die kommen sollte. Deshalb hat man sie in Eurowhite gelassen. Und man kann ja, und das ist genau der Vorteil dieser Lackierung, weil die Austrian den bekommen hat. Es ist egal, ob Lufthansa den kriegt oder die Swiss oder wer auch immer. Die Grundfarbe ist dieselbe. Da machen die halt einfach nur das Rot drauf oder machen halt das Blau drauf für die Lufthansa und fertig, dann weißt du, von welcher Bude das Ding ist. Und last but not least und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, innen drin wird ja auch dann nur ausgetauscht und dann hast du halt einen Recaro oder ich glaube Gevensitz ist das mittlerweile, die dann farblich im Leder angepasst werden. Roter Streifen, blauer Akzentstreifen, gelber Streifen und Licht kannst du im Flugzeug eh schalten, wie man ist. Und genauso ist das auch bei Boeing übrigens, dass man nicht meint, das wäre nur so ein Airbus-Problem, das bei Boeing auch. Deshalb ist man dort weiter auf der halbwegs sicheren Rate von 31 Flugzeugen. Das ist das, was man schaffen kann als Triebwerkshersteller. Und man geht auch erst davon aus, dass das in mehreren Jahren sich stabilisiert. United und Emirates haben sich stabilisiert. Wir erinnern uns an die bösen M3, ganz genau. Also M3, das sind die Middle Eastern 3, das ist Emirates, Etihad und Qatar, die ja so böse sind. Und da wurde ja auch in den USA richtig Bambule gemacht. Da wollte man richtig Stress machen. Und jetzt ist dort Friede, Freude, Eierkuchen. United und Emirates Crew haben dann in ein Handshake gemacht. Das Foto wurde ja von Emirates auch gezeigt. Und man hat sich gehasst, jetzt liebt man sich und man hat jetzt eine Kehrtwende bei United gemacht und hat gesagt, man macht einen Codeshare. Spannend an dem Codeshare ist einfach, dass die United, und die fliegen auch wieder nach Dubai, dann mit Emirates weiterfliegen können, wenn sie nach Dubai fliegen, aber umgekehrt auch, wenn man von Emirates in die USA fliegt, dann können die weiterfliegen. Gab es da nicht was mit JetBlue und Emirates und jetzt ist es Etihad? Jetzt wisst ihr, warum. Und ab März 2023 kommt nämlich der United-Flug UA164 als tägliche Verbindung von den USA
nach Dubai. Und zu mehr als 200 Zielen in das United-Netz aus San Francisco, Houston und Chicago, so sagte es United. Und bei Emirates sind das ja auch nicht gerade wenige Ziele, wo man dann hinkommt. Mit 8 weiteren US-Flughäfen will Emirates Passagiere die Weiterreise mit United so mit dem Interlining halt wirklich vereinfachen. Schulterschluss ist halt auch, wir benutzen das Wort Zeitenwende, das ist ja mittlerweile modern. Und man sieht auch, dass man American Airlines und Qatar Airways mit ihrem Codeshare da auch irgendwie was machen wollen nach Doha, was ja Sinn macht, weil die beiden ja, also das heißt Qatar, American und Qantas ja sind ja One World. Und das ist halt schon prickelnd. 30. Oktober ist übrigens der Stichtag, wo die JetBlue gekillt wird. Ich hätte heute meine Jacke anziehen sollen von JetBlue. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass der Emirates-Chef Tim Clark gesagt, dass man sogar eine Joint-Venture-Geschichte daraus machen kann. Heißt also insofern, ich sehe nicht, was dagegen spricht. Vor ein paar Jahren wäre ich hier aber noch mit Tomaten beworfen worden. Ja, so ist das. Er sagt auch, dass man sich mit Lufthansa jetzt auch unterhält. Also spannend, was da draus wird. Und schauen wir einfach mal, ob das Projekt aus der Not geboren ist oder ob es wahre Liebe ist. Und ich bin da gespannt. Ich finde es immer gut, wenn man sich verträgt. Emirates ist ja eine Fluggesellschaft, die in keiner Alliance ist. Ich fände es schön, wenn die näher zur Star Alliance rücken würden und da dann eventuell auch einen Star Alliance-Status haben würden. Aber man darf ja träumen. Wer kein Star Alliance-Mitglied wird, ist die ITA. Die ITA im Prozess, ich habe es lang genug erklärt, mit der SkyTeam-Geschichte, Zetaris als Investor, Delta, KLM, Air France, die haben ja irgendwann mal Alitalia als Marke gekauft. Und da fragte sich jeder, warum machen die das? Wollen die da als Alitalia weitermachen? Und als man dann gehört hat, dass die für die ganze Bude 90 Millionen Euro gezahlt haben, als sie es gekauft haben, war es sogar noch etwas mehr, weil es in Dollar abgerechnet worden ist. Da hat aber der ITA-Chef Fabio Lazzarini mal eine Erklärung abgegeben, die wirklich Sinn macht. Und ich dachte, die wollten einfach die Marke kaufen, weil sie sagten, naja, nun gut, wenn wir das jetzt nicht kaufen und mit der Lufthansa das klappt, dann kauft vielleicht Lufthansa die Marke und macht dann eine Alitalia auf. Und dann haben wir ITA und kein Schwein kennt ITA, aber jeder kennt Alitalia und irgendwie ist Alitalia auch, ja, sympathisch, oder? Ich weiß nicht, also ich finde Alitalia sympathisch mit all ihren Fehlern. Insofern fand ich das spannend. Und er sagte, der Grund dafür war einfach, man musste am 15. Oktober letzten Jahres starten und die Flugzeuge hatten aber alle noch Alitalia-Logos und dann hatten die Crews, bis auf so VIP-Crews, die also einfach nur für die Medien da waren, die hatten auch noch die Alitalia-Kutten an. Und deshalb musste man wirklich, weil man die Alitalia-Logos genutzt hat, muss man die Markenrechte haben. Weil stell dir mal vor, jemand hat die Markenrechte gekauft, die fliegen da flockig mit so einem A320 Alitalia drauf rumstehen rum und dann sagen die, darfst du nicht. Also das war für die einfach essentiell, damit die weitermachen konnten. Er sagte auch noch, naja, die Marke ist sympathisch. Ich habe es euch ja auch gesagt, die Marke ist sympathisch und er will mit der Marke da auch dann, ja, vielleicht weitermachen. Vielleicht wird es eine Ferienfluggesellschaft für so eine Eurowings für Alitalia, für ITA Alitalia. Ich weiß es nicht, aber das ist nicht aus den Gedanken bei denen raus. Und er sagt natürlich auch, dass Alitalia die Vergangenheit ist, ITA ist die Zukunft. Man konzentriert sich auf ITA. Ich bin gespannt, was da passiert. Ihr könnt ja auch nochmal gucken, inwieweit ihr da noch etwas dazu beitragen könnt. Ob ihr sagt, Alitalia ist spannend oder Alitalia ist eher nicht spannend. Ich bin da mal gespannt auf eure Sichtweise und wie ihr zu dem ganzen Themenkomplex steht. Aber interessant, dass man mal solche Hintergründe hört, weil sonst wäre ich einfach nur davon ausgegangen, dass man sich den Markt schützen wollte und nicht, wie es da war, dass man halt überhaupt operieren kann. Kommst du nicht drauf, ne? Ja, wo du auch nicht drauf kommst, sind auf die Wunschziele mit doppelten Preisen entdecken. Doppelte Preise? Doppelten Meilen natürlich. Und man kann bis zu 10 Euro Flugpreis, Meilen pro Euro Flugpreis bekommen. Bis zum 30.11. müsst ihr euch registrieren. Zwischen dem 15.09. und dem 31.12. buchen und fliegen. 10 Meilen pro Euro
Flugpreis für alle mit Vielfliegerstatus, 8 Meilen pro Euro Flugpreis für Teilnehmer ohne Vielfliegerstatus auf allen Eurowings durchgeführten Flügen, gültig für alle Tarife Basic, Smart und Business Class und natürlich 1,5-fache Status- und Honnenmeilen. Dann hatten wir ja heute in unserer WhatsApp-Gruppe da schon eine leichte Diskussion. Wenn man auf die Konditionen klickt, dann sieht man das und dann geht man auf den untersten Einser-Eintrag. Da steht dann natürlich wieder vom Praktikanten geschrieben, dass es doppelte Hon-Circle-Meilen gibt und doppelte Statusmeilen bis zum 31.12. Das ist natürlich falsch. Genauso falsch ist es, dass es den Lufthansa Private Jet noch gibt. Der ist im April eingestellt worden. Also insofern hier drauf achten. Es gilt das, was oben in dem Kasten drin steht und nicht das, was unten im Kleingedruckten steht. Das ist Folklore. Man kann jetzt natürlich, wie ein berühmter Anwalt sagt, Hashtag Klagen hilft. Ich persönlich halte das wirklich für einen ehrlichen Fehler, copy gepastet und nicht drüber nachgedacht. Und für viele Leute ist ja 1,5 fast eine Verdopplung und nicht nur 50%. Ja, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Hier wieder der Hinweis, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, damit ihr beim Live dabei seid. Ich versuche pro Woche immer ein oder zwei Lives zu machen. Und an dieser Stelle natürlich immer wieder danke, dass ihr schaut, kommentiert, aber auch liked. Wir sehen uns morgen in Alter und Frische zur nächsten Folge von Frequent Traveler TV Takeoff. Bis dann, ciao.